Möglicherweise, genau. Wir haben uns in der letzten Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen, ja ein kleines bisschen verquatscht, sodass wir heute ganz kurz, ich versuche mich da wirklich ganz kurz zu fassen, Raum als kulturwissenschaftliche Zentralkategorie noch mal ein bisschen genauer zu fassen und vor allen Dingen mal ein bisschen die Kulturraumforschung und den Atlas der deutschen Volkskunde vorzustellen. Ganz kurz, Raum, Orte, menschliches Sein, das hängt zusammen, denn jeder Mensch befindet sich immer an bestimmten Orten, in bestimmten Räumen und schafft diese Räume und gestaltet diese Räume. Und Raum ist hier nicht nur geografisch gemeint, sondern ganz strukturell. Auch soziale Konfigurationen sind Räume, beispielsweise die Familie, der Freundeskreis, berufliche Konstellationen oder sonst wie. Auch das können wir als Raum vorstellen. Oder durch die Erfindung des Internets ist das Ganze natürlich noch mal so ein bisschen gepusht worden, die Herstellung virtueller Räume, die überhaupt nicht wirklich existieren. Und das ist nicht nur das Internet, sondern das sind auch Räume, die wir imaginative Räume nennen, also Dinge, die nur in unserem Kopf da sind, zum Beispiel Vorstellungen von Himmel und Hölle. Also Räume sind sehr, sehr vielfältig und sind aus kulturwissenschaftlicher Perspektive ganz oft sehr interessant nutzbar als Kategorie, als so eine Art Werkzeug, sich räumliche Konzepte und Vorstellungen auch auf ganz andere Strukturen die zu übertragen. Kultur ist im Prinzip das Herstellen von einer bestimmten Raumordnung. Denn das Wort Kultur kommt aus dem lateinischen Cultura und das bedeutet Ackerbau. Das heißt, das Urbarmachen von Boden, von Raum ist sozusagen der Kern von dem, was der Mensch tut, nämlich Kultur schaffen und in Kultur leben. Die Verortung, sich in einem Raum zu festigen, den Raum zu definieren, den Raum in Besitz zu nehmen, scheint so eine Art, ja, möglicherweise Grundbedürfnis zu sein. Und wir tun das eigentlich in unserem Alltag permanent. Wir verorten uns, wir schaffen Räume, wir schaffen uns ein Zuhause, wir gestalten unseren Arbeitsplatz entsprechend so, wie wir ihn haben möchten. Und all diese Mechanismen dienen einem Zweck, nämlich der Beheimatung. Und Heimat ist eine sehr spezielle Raumkategorie, eine sehr besondere, die ja auch etwas mit menschlichen Grundbedürfnissen zu tun hat. Eine der Infamien, wenn ich das jetzt mal assoziativ anmerken darf, eine der Infamien, und ich unterstelle mal, dass es wissentlich gemacht wurde, eine der Infamien, deutsche Emotionen für eigene Ziele zu pervertieren, zu nutzen, von den Nazis war dieses Schlagwort vom Volk ohne Raum. Raum ist ja offensichtlich, wenn Sie, also sage ich jetzt mal ganz ungeschützt und als Privatperson, ist ja etwas, worauf offensichtlich das deutsche Gefühl ganz viel Wert legt. Schon beim Ausländeranteil von 6-7% drehen wir Deutsche ja durch, die Niederländer haben 18-19%, und da gibt es selten, dass man Häuser niederbrennt. Aber wir sind da offensichtlich empfindlich. Und vielleicht ist es, wäre natürlich auch mal eine interkulturelle Geschichte, mal zu schauen. Vielleicht könnte man die These, die Vorstellung, die ich da habe, verifizieren, dass Raum im Deutschen, also in Deutschland, Österreich ist schon wieder anders oder Schweiz, eine größere Rolle spielt als in anderen ethnischen Gegebenheiten. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber es wäre mal interessant, dem nachzugehen. Verzeihung, es war nur eine Assoziation. Ja, zumindest ist es in der deutschen Geschichte auf eine sehr wirksame Art und Weise eingesetzt worden, dieser Begriff Volk ohne Raum und der Lebensraum im Osten. Das sind sicherlich Begriffe, die hängen damit zusammen mit dem, was ich Ihnen jetzt kurz erzählen möchte, nämlich so ein bisschen fachgeschichtlicher Rückblick. Wir kennen alle heute den Begriff des Kulturraums, Kulturräume, die im Prinzip alles ist Kulturraum, weil Natur sowie Dinge, was weiß ich, bei vor 10.000 Jahren oder so gewesen sind, so ist eigentlich überhaupt nichts mehr, weil wir den Raum in ganz Mitteleuropa, in dem wir leben, massiv durch menschliche Einflüsse verändert haben. Und so unterscheiden wir so ein Stückchen zwischen Kulturraum und Naturraum. Und das ist sozusagen das, was wir landläufig heute tun. Der Begriff Kulturraum stammt aus den 1920er Jahren,
ist von einem Historiker eingebracht worden, Karl Lamprecht, entwickelt worden, der den Begriff der Kulturraumforschung entwickelt hat. Und das ist eine Methode, mit der man Kulturphänomene, Sprache, bestimmte Handlungstypiken oder was auch immer im Raum verortet, eine Karte macht. Eine Karte, in der Menschen ein rollendes R haben, und da kann man Grenzen einzeichnen, da kann man sozusagen Kultur im Raum fixieren. Und Kultur war in dieser Zeit ein relativ geschlossenes Ding. Es ist eine Einheit von Sprache, Religion, Siedlung, Wirtschaft, Recht, Brauch und Tradition spielen eine Rolle, Geschichte spielt eine Rolle, all diese Dinge, und zusammengewürfelt macht Kultur aus. Das Problem an diesem Ansatz ist, sind sozusagen drei Punkte. Das eine ist, dass es ein sogenannter Stammesansatz gewesen ist. Also ja, der Rheinische, der Rheinländer als Stamm, der Westfale als Stamm. Die Idee dahinter ist, dass Sprache, dass Bräuche, dass bestimmte Dinge, die in bestimmten Orten da sind, ein über Generationen hinweg tradiertes, überliefertes Stammeswissen repräsentieren. Der Begriff Stamm ist sehr, sehr problematisch. Eigentlich zumindest so, wie man ihn sich im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert vorgestellt hat, aber nicht existent. Aber immer noch unglaublich wirksam in allen unseren Köpfen. Und ja, wenn Sie mich fragen, ich lebe und meine Frau und 5 Kinder, wir leben davon, dass ich seit 25 Jahren genau darüber, jetzt kabarettistische natürlich Programme mache, wo es darum geht. Jeder hat das Gefühl, er weiß, wie die Westfalen sind. Und wenn man damit spielt, freut das jeden, alle haben Spaß dran. Jeder denkt, er weiß, wie die Rheinländer sind oder wie die Hessen sind, die Aachener sind, die Kölner, die Düsseldorfer sowieso. Also es spielt immer noch eine ganz massive Rolle in unseren Köpfen. Genau, spielt eine Rolle in unseren Köpfen, und das ist das zweite Problem, dass nämlich gedacht wird, es gibt eine übergreifende Identität. Eine Westfalen-Identität, eine Rheinländer-Identität. Das ist eine These, die an den Anfang gestellt wird. Es gibt das, ohne es weiter zu hinterfragen. Und das dritte ist, dass der Kulturraumbegriff, er ist doppeldeutig. Menschliche Arbeit, menschliches Handeln prägt den Raum. Ja, ganz sicherlich. Gleichzeitig, und das ist so ein Schluss dabei, wirkt der Raum auf das menschliche Handeln zurück. Also die Idee dahinter, Menschen an der Küste ticken anders als Menschen im Gebirge, weil der Raum auf den Menschen, sein Denken und sein Handeln wirkt. Inwieweit das tatsächlich so ist, ist eine bis heute unbeantwortete Frage. Aber die These, die Imagination, dass es so ist, steckt in diesem Begriff der Kulturraumforschung drin. Und das macht ihn problematisch. Aber wie gesagt, es ist eine historische Art, Dinge und Kultur und Raum zueinander zu bringen. Und deswegen hole ich hier auch so ein bisschen aus, weil sie hier genau an diesem Ort im Prinzip entstanden ist. Die Bonner Schule der Kulturraumforschung ist verbunden mit drei Namen. Hermann Aubin, Historiker, Theodor Frings, ein Sprachwissenschaftler, und Josef Müller, eigentlich auch ein Germanist, der aber auch als Volkskundler zählt. Die drei haben sich zusammengefunden und haben gesagt, man muss eigentlich der allererste wirklich interdisziplinäre Forschungsansatz im gesamten deutschen Sprachraum. Wir müssen Kultur zusammendenken. Kultur ist Geschichte und Sprache und sowas wie Bräuche und Arbeitstechniken und sonst wie. Und die drei haben zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden, 1926 erschienen. Und die haben gemeinsam gearbeitet in dem Institut für geschichtliche Landeskunde, was bis vor wenigen Jahren ein Teil dieser Universität gewesen ist, das sogenannte IGL.